Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Mirage mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, ich bin in der Wildnis und ich habe noch nicht mal eine Stunde gespielt. Oh, ich habe gespeichert, das erste Mal. Ja, wir sind hier mit Basim unterwegs. Der ruht sich aus, er ist ein bisschen traurig, weil die Milch ist sauer und der Joghurt angebrannt. Guck mal, wie der mich beobachtet. Die beobachten mich alle. Tut mir leid, ich bin jung und brauchte das Geld. Du bist noch heil, wie ich sehe. Das war viel zu einfach. Wie der Gestank des Hochmuts aus deinen Poren tritt. Wer ist das da? Das Besuch. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ach, Roshan! Ich sehe, was ich tun kann. Die kennen wir ja noch. Sie sieht wichtig aus. Sollte es einen besseren Lohn aushandeln. Von Eivor. Ja, Basim, gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Basim, dafür muss ein Finger ab. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Die wollen klauen. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Jassim. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Hände abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ah, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jassib. Was hast du denn vor? Die Truhe holen. Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Nein. Dann machen wir es gemeinsam. Oh. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Aha. Was hat er denn da für einen Schmuck dran? Also, wenn du es aushältst, zur Abwechslung einmal mir zu folgen. Ich habe Y gedrückt. Du musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm.
Aber ich kann dich wohl nicht davon abhalten. Ja. Also werde ich dich begleiten und so lange nörgeln, bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Oh, ich mag sie. Aus dem Winterpalast. Des Kalifen. Wenn du es so sagst, klingt es nur umso verlockender. Gehen wir nun oder nicht? Geh du voran. Das ist ein irrwitziger Plan. Selbst wenn du Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen. Was dann? Wirst du uns vergessen? Natürlich nicht. Ihre Ziele sind unsere Ziele. Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Dass es Jassib ermöglicht, seine Talente als echter Handwerker einzusetzen. Das sicherstellt, dass gute Leute wie mein Vater nicht entsorgt werden. Und dass Kinder sich nicht fragen müssen, was der Morgen bringt. Ich verstehe, was du sagen willst, Basim. Aber du malst das Bild einer Welt, die es nicht geben kann. Da bin ich anderer Meinung. Da ist der Winterpalast. Da ist er, der Winterpalast. Komm, hier lang. Ich folge dir. Hauptsache, das haut jetzt mit dem Parcourslauf auch vernünftig hin. Den werden wir gleich brauchen, so wie ich das hier einschätze. Guck, das ist ja sehr verdächtig da mit dem Baum. Gut. Warten wir auf den Einbruch der Nacht. Oh. Die Nacht kommt. Und es war dunkel. Jetzt soll ich darin rumschleichen. Weckt dieser Ort nicht schöne Erinnerungen? Vor nicht allzu langer Zeit zählten wir hier im Schutz einer Nacht wie dieser unsere Beute. Damals stand weniger auf dem Spiel. Und es gab weniger zu gewinnen. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe, erfordert das ein wenig Kreativität. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Wo gehst du hin? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es gut, mir zu folgen. Warte! Oh, ich habe die Brille aufgesetzt. Das ist ein Fehler. Oh. So, jetzt. Die Verborgenen wollen, dass eine Truhe gestohlen wird. Jassib sah wie Wachen sie zum Winterpalast brachten. Der Inhalt der Truhe ist weiterhin unbekannt, aber wenn der Kalif damit zu tun hat, ist es das Risiko sicherlich wert. Nihal weiß, wie man in den Palast gelangt, aber es könnte auch andere Wege geben, sich in das streng bewachte Gebäude zu schleichen. Suche nach Möglichkeiten, dich in den Palast zu schleichen. Nihal kennt einen Weg. Suche einen anderen Eingang. Also hier. Hier sehe ich nur Wachen. Da ist ein Brunnen. Da ist noch ein Brunnen. Da sind ein paar Glühwürmchen. Es ist dunkel genug. Komm. Ich weiß nicht, warum er das jetzt gemacht hat und weiß auch nicht, warum er das macht. An mich ran? Sehr vernünftig von dir. Ich weiß doch, wie ungern du allein bist. Ich habe jetzt auch keine Idee, wo ich hier einen anderen Eingang finden soll. Da drüben sehe ich ein paar Wachen. Die Augen offen, ja? Linsen mit Limettensaft, Granatapfel und Zitrone. Ich kann es schon schmecken. Ich habe was gehört. Das Knochen. Allerdings, das war mein Magen. Hier kann man aufs Dach. Wenn es schnell gehen soll. Wo ist Nihal denn nur? Heute Morgen hat er den neuen
Gefangenen gehänselt und sein Essen gestohlen. Das klingt glöckte. Es glöckte eben. Es sind ja noch andere Sachen, die wir haben wollen. Die geht einfach weiter knallhart. Diese Frau ist knallhart. Ich muss schnell hier rein. Hier. Ah. Ich muss doch. Bewegung, sonst lasse ich dich zurück. Ich muss doch mal gucken. Suche einen anderen Eingang. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass man einen Hinweis kriegt, aber uns fehlen da wahrscheinlich noch, oder mir fehlen da wahrscheinlich noch Dinge wie zum Beispiel das Vögelchen. Aber wir sind ja auch noch im Tutorial und sie sucht oder zeigt uns, wie man unentdeckt hier reinkommt. Wo müssen wir überhaupt hin? Die Gäste gesehen? Und die seltsamen Kostüme? Halt bloß den Mund. Hier steht mit dem Rücken zu uns. Da sollen wir hin. Gut. Diese Tür könnte unser Eingang sein. Aber nicht ohne den Schlüssel. Dann sieh dich doch mal um. Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüsselmeister. Und wo ist der Torwächter? Wir werden mal diesen. Die gehen da immer eine Runde, schätze ich. Ich muss mal das mal beäugen. Die kommen jetzt hier rum. Das wäre ja zu gefährlich. Ich bleib mal hier. Ne, die werden jetzt hier rumkommen. Wollen sie ja manchmal so ein bisschen rumkommen. Es geht noch. Ist weiter weg, als ich dachte. Es kann natürlich sein, dass ich die jetzt getriggert habe und dass sie woanders hingehen. Nein, tun sie nicht. Sie gehen jetzt genau hier lang, wo ich hin muss. Wo geht er denn jetzt hin? Da in dem Wagen hätte ich mich auch verstecken können. Die beiden haben ihren Spaß beim Wäschewaschen. Jetzt muss ich natürlich Geduld haben. Ganz viel Geduld. Der Typ ist weg. Der ist da hinten irgendwo hingegangen. Mal gucken, ob ich den wiederfinde. Aber kann ich nichts machen, ne? Die sind nun mal hier, gehen hier nun mal lang. Gehen die? Ja, ich werde jetzt hier keinen anlocken. Das ist mir zu gefährlich. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass er da reingegangen ist. Da sitzt er. Schnell. Leise jetzt. Kein Gestöhne. Kann ich den irgendwo lassen? Schließen? Keine gute Idee. Die Patrouille ist da. Hier können die mich nicht sehen, ne? Er geht hier nicht hoch. Da muss ich jetzt erstmal hier hinterbleiben. Die Truhe würde ich natürlich gerne mitnehmen. Ist sonst noch irgendwas? Da ist ein Schrank, da sind Töpfe. Vermutlich mit Futter. Der hätte da auch irgendwas gehabt. Hier kann ich mich verstecken. Muss aufpassen auf die Patrouille.
nicht, dass die mich nachher sehen. Die sind aber noch da hinten. Die sind blind. Gut, gehen wir zu ihr zurück. Hast du einen Schlüssel gefunden? Der Kalif scheint beunruhigt. Und sein schwer zu bändigender Sohn macht es nicht besser. Der junge Mann ist neugierig. Er ist zum ersten Mal im Palast, oder? Soll er doch herumstreuen. Geh auf ihn ein. Es soll schließlich ein kurzes Treffen werden. Da sind sie. Komm. Irgendwas Schlimmes geht hier vor. Hier entlang. Der Kalif erwartet euch. Irgendwas Verdächtiges, meine ich. Sie sind hier, mein Herrscher. Hinaus, ihr alle. Ich werde sie allein treffen. Vater, lass mich bleiben. Nehmt ihn mit. Sieht schwer aus. Die bekommen wir nie aus dem Palast raus. Dann muss ich halt einfach nehmen, was darin ist. Meine Herren, die Kultisten. Willkommen. Es ist alles vorbereitet. Den werden wir uns stellen müssen. Mir ist bewusst, dass euch das viel bedeutet. Seid gewiss, dass sie hier wohl bewacht ist. Das ist wohl auch das Mindeste. Wir werden unsere Arbeit verrichten und zu dir zurückkehren, wenn wir soweit sind. Sei bereit, Kalif. Könnte ich es einmal sehen? Den Inhalt? Wenn wir es mit dem Leben beschützen sollen, sollten wir wissen, was... Du hast nichts gesehen. Und du sagst nichts. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Es läge mir fern. Das ist die Gelegenheit. Wo müssen wir jetzt hin? Da? Oh Mann. Da kommt jemand. Hey! Ich kann nicht scannen. Hier lang. Sieht ruhig aus. Das war jetzt komisch. Ich hätte nie gedacht, dass ich je hier sein würde. Sieh dir nur die Bögen an. Schon für ein kleines Stück davon bekäme man einen Haufen Gold. Du hast nicht zufällig deine Spitzhacke dabei, oder? Ich merke es mir für das nächste Mal, wenn wir in einen Palast einbrechen. Hä? Ich kann mich nicht mehr hinbücken? Geht nicht. Das war mit Absicht. Also dann, Basim. Öffnen, schnappen, rennen. Los, beeil dich. Oh. Basim. Oh, das erinnert an Origins. Gib mir das! Nein! Nein! Hast du eine Ahnung, was sie mir antun werden? Bitte! Es tut mir leid! Das ist deine Schuld! Nicht! Bitte! Diebische kleine Ratte! Das war der Kalif. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Oh Gott, oh Gott. Lauf! Nihal, warte! Vater! Oh nee! Pass den Burschen! Der Kalif ist tot! Warte! Das ist sie! Ah! Regle das Gebiet ab! Lauf! Lauf, 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 lauf! Oh, au! Nein! Er wird uns angreifen. Komm her und helf mir!
Ich hab doch die Sicht. Nein, du sollst laufen! Ich sollte die Sichtlinie durchbrechen, das habe ich getan. Ja, das war eine dumme Idee. Ich gehe jetzt oben lang. Komm, mach hin. Oh nein! Hier komme ich nicht weg. Du sollst laufen. Aber warum der immer wieder stehen bleibt? Du hast gar nichts. Oh nein! Die Häuser... Ah, da ist eine Leine. Die habe ich gesucht. Ich muss hier weg. Was haben wir getan? Ach, Spiel! Oh, das ist doch wohl ein Dreck hier. Du geh doch einfach darauf. Es ist genauso bescheiden wie immer. Ach, das ist ein Rutschding. Ah, alles klar. Das weiß ich doch nicht. Ich dachte, da kann ich langlaufen. Kann ich hier hochklettern? Ja, Anonymität. Oh. Der Text, der stört jetzt aber ein bisschen. Kehre ins Versteck zurück. Nihal, sie hat... Was hat sie sich gedacht? Ich muss sie finden. Sie ist bestimmt zu Hause. Hm? Oh, er springt wieder nicht. Das ist wirklich 1:1 die gleiche traurige Parcourssteuerung. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, die haben das ein bisschen verbessert. Oh, ich muss oben lang. Aber da kann ich rein? Nein, ich wollte oben rauf. Komm raus. Komm, oben rauf. Oh, ist das ein dämlicher Kram. Ich wollte rüberhüpfen. Was machst du denn hier? Ich spiele doch schon mit Controller. Das muss doch schon besser gehen. Dass er auch nicht springen kann, ne? Nur wenn er von irgendwo steht. So, nächste Folge geht's weiter. Ihm geht's nicht mehr so gut. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. So mache ich das. Wow. Wow. Aber jetzt ist es verbraucht. Na gut, war nicht so toll, aber ist egal. Wir sind ja jetzt weg. Tschüss!